Servus, der Micha hier, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchten wir uns mal um das Internet kümmern, wie wir das im Wohnwagen uns ranholen, beziehungsweise was unsere Lösung dazu ist. Und genaueres seht ihr nach dem Intro. Ja, willkommen zurück. Wie gesagt, möchten wir uns heute mal drum kümmern, Internet in den Wohnwagen zu bekommen, beziehungsweise auch ins Reisemobil oder in euren Kastenwagen, wie auch immer, was ihr gerade sozusagen für euch nutzt. Wir haben uns dazu von Alphatronics als Lösung das neue Stream, nennt sich das, besorgt. Und möchten euch das gerne mal vorstellen, weil ich muss ehrlich sagen, das ist für mich bis jetzt die beste Lösung, die ich so finden konnte, auch von der Bedienbarkeit her. Kommen wir kurz zum Stream. Ich habe jetzt hier nur die Box, natürlich ist viel mehr im Lieferumfang enthalten. Dazu blende ich euch hier unten mal ein kleines Bild ein. Es sind noch zusätzliche Antennen. Ich habe jetzt nur eine montiert, weil ich nur eine brauche. Eine Außenantenne mit LTE, WLAN und die ist auch mit dabei, die ihr aufs Dach montieren könnt. Ich habe das schon bei uns kurz getätigt, zeige ich euch dann, wenn ich die Box dann nochmal einschraube. Und ja, was ist noch dabei? Ein Stromkabel ist dabei für 230 Volt und adaptiert hier auf die Box. Im Lieferumfang enthalten ist noch ein LAN-Kabel, weil ihr habt hier unten RJ45 Anschlüsse, wo man dann die Konfiguration gegebenenfalls machen kann, wobei auch die Konfiguration über Wi-Fi gehen soll. Das schauen wir uns dann auch noch mal genau im Detail an. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich nehme euch mal ein bisschen ran und erkläre euch mal ganz kurz die Box. Ja, kommen wir kurz zur Box, die ja das eigentliche Herzstück der ganzen Sache ist, die uns das Internet quasi in den Wohnwagen reinholt und dann ein eigenes Wi-Fi hier für den Wohnwagen bereitstellt. Wer das Äußerliche der Box schon irgendwie mal gesehen hat oder vielleicht sogar kennt, ja, es ist ein Teltonika Root 955. Da macht Alphatronics auch kein Hehl draus, dass eine Zusammenarbeit damit quasi verbunden ist. Was macht Alphatronics anders? Ja, die haben die Teltonika Software komplett überarbeitet und benutzerfreundlich in mehreren Sprachen übersetzt und sehr einfach gehalten. Wie gesagt, da kommen wir gleich noch mit zu. Ich zeige euch die Einrichtung, wie man dieses schöne Gerät hier auch relativ fix einrichten kann. Ja, kommen wir zur Unterseite des Ganzen. Da seht ihr RJ45 Anschlüsse, da seht ihr einen Stromanschluss und dann haben wir noch ein paar LEDs, die dementsprechend dann den Status der Box anzeigen. Auf der Front haben wir hier den QR-Code für die Benutzeroberfläche. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Handy oder mit einem Tablet auf die Benutzeroberfläche aufgreifen wollt, könnt ihr diesen QR-Code nehmen. Hier findet ihr auch das schon voreingestellte Passwort und Benutzername für die Benutzeroberfläche, denn ihr müsst das erste Mal euch ja einloggen können. Das wird natürlich sicherlich dann geändert. Ich empfehle euch das auch unbedingt, das Passwort zu ändern, damit keiner irgendwie eure Konfiguration da ändern kann. Kommen wir zur Oberseite, wo jetzt schon mal die eine Wi-Fi-Antenne, die ich für mich jetzt hier schon montiert habe. Ich schraube sie mal ganz kurz ab. Es ist relativ einfach zu montieren. Wir haben hier zwei Ausgänge und Eingänge für LTE, was sozusagen dann von der
Dachantenne kommt. Das könnt ihr direkt hier draufschreiben. Wir haben hier in der Mitte noch ein GPS-Anschluss. Quasi in diesem kleinen Paket, was ihr im Lieferumfang enthalten habt, ist eine kleine GPS-Maus. Die könnt ihr euch gerne in dem Wohnwagen irgendwie verbauen, wenn ihr das möchtet. Ist nicht zwingend erforderlich, aber für spätere Anwendungen, so sagt es mir Alphatronics, wird es sicherlich nicht verkehrt sein, zum Beispiel euren Wohnwagen, Kastenwagen, Reisemobil zum Beispiel zu tracken, wenn er, man will es nicht hoffen, aber aus Versehen mal gestohlen wird, sollte das dann auch möglich sein, kommt aber erst noch. Hier im unteren Bereich haben wir dann zwei Wi-Fi-Anschlüsse, quasi wo ihr dann einmal so eine Antenne anschließen könnt für den Innenbereich. Und hier kommt dann auch von außen die Anschlüsse drauf, um quasi von der Außenantenne das Wi-Fi dann abzugreifen. Hinzu kommt noch ein kleiner Pin. Damit könnt ihr die zwei SIM-Karten-Slots rausnehmen. Ja, habe jetzt schon mal unsere Karte hier eingelegt, den einen SIM-Karten-Slot. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, durch einen zweiten SIM-Karten-Slot euch zum Beispiel, wenn ihr in Frankreich, Spanien oder wo auch immer seid, eine zweite Karte einsetzen könnt vom ortsüblichen Anbieter. Der kann dann quasi hier mit reingeschoben werden und dann entsprechend aktiviert werden. Hinzu kommt dann noch ein USB-Anschluss. Da könnt ihr dann so eine Art Zwischenspeicher euch anlegen. Ist aber jetzt von der Software her nicht so vorgesehen. Ja, warum haben wir uns dafür entschieden? Ganz einfach. Zum einen, wie gesagt, haben wir das auf dem Caravansalon 2022 uns genauer angeschaut und ich muss sagen, dass ich von der relativ einfachen Handhabung stark überzeugt war. Es ist nun mal so, dass du mit dieser Box nicht bloß über die SIM-Karte dein Internet in den Wohnwagen kriegst. Nein, du kannst auch vom Campingplatz WLAN zum Beispiel oder wenn ihr mit eurem Camper oder einem Kastenwagen zum Beispiel bei einem McDonald's steht, dann könnt ihr euch das WLAN auch abgreifen und könnt das hier sozusagen einspeisen und dann für euch mit nutzen. Spart Datenvolumen und ist natürlich dann auch eine einfache Variante, da mal schnell zu einem WLAN zu kommen, ohne jetzt jedes einzelne Gerät da irgendwie, was ihr habt, Handy, Tablet oder Laptop, da dementsprechend extra anmelden zu müssen. Nein, das läuft dann alles über diese Box. Und das hat mich eigentlich ganz gut überzeugt. Manchmal hat man ja gutes WLAN auf dem Campingplatz, manchmal hat man wirklich schlechtes WLAN auf dem Campingplatz, dann greift man eher dann auf die SIM-Karte wieder zurück. Aber damit ist es eigentlich eine gute Sache. Man hat immer zwei Optionen da, um entsprechend dann ein bisschen Internet zu haben. Wir sind jetzt nicht so die wahnsinnigen Streamer, wie man das so gerne sagt heutzutage. Es ist so, dass wir schon mal irgendwo ein Filmchen vielleicht mal streamen wollen. Aber uns geht es hauptsächlich darum, gerne mal auch Routen zu planen. Das heißt, wir sitzen dann abends mal zusammen, suchen uns ein paar Routen zusammen, die wir machen können oder ein paar Aussichtspunkte oder was man halt in der Gegend, wo man gerade ist, tun möchte. Da ist es doch schon mal nicht schlecht, wenn man da ein gutes Internet hat beziehungsweise eine gute Internetverbindung. Ist bei einem Wohnwagen natürlich immer ein bisschen schwierig. Ist alles ein bisschen hermetisch abgeriegelt hier, wenn man das so möchte. Ja, es ist halt viel Metall drumherum und somit kommen die Funkwellen natürlich nicht ganz so gut in den Wohnwagen rein. Und aus diesem Grund haben wir uns eben diese Box dann zugelegt. Ich würde sagen, wir bauen die jetzt mal ein und ich zeige euch einfach mal, wie einfach es ist, diese Box zu konfigurieren bzw. erst einzurichten.
Ich habe mich mal hinter die Kamera geschwungen ein bisschen, um euch das einfach schon mal so zu zeigen. Und zwar, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet, wie gesagt. Hier haben wir den Anschluss für Strom. Der geht hier oben über die Leiste, dann hier runter zum Schaltnetzteil, welches sich direkt im Kleiderschrank auch mit befindet. Dann haben wir noch die Anschlüsse für WLAN, LTE und GPS. Habe ich jetzt tatsächlich auch schon mit reingelegt, welche hier über den Kabelkanal zum Dachausschnitt gehen, den ihr da oben seht. Ne? Also hier haben wir quasi einmal im Dach ein kleines Löchlein gebohrt, um die Antenne zu befestigen. Und jetzt würde ich einfach mal die Box noch mit anschrauben und die ganzen Sachen verbinden. Und dann geht's zur Konfiguration. Als erstes nehmen wir uns die ganzen Anschlüsse, hier in dem Fall das GPS, das kommt in die Mitte. Die gehen immer ein bisschen fummelig drauf. So, dann haben wir hier ein bisschen, ich habe das mal ein bisschen beschriftet, einmal das 4G von außen. Werden wir uns das jetzt hier mal so ein bisschen so. Dann haben wir das zweite 4G-Kabel. Ja, es gibt ja immer einen Ausgang, einen Eingang, wenn man das so lapidar einfach mal hinstellen darf als Aussage. Und dann haben wir noch das Wifi von außen. Das setzen wir hier hinten drauf. Und somit haben wir das alles schon mal angeschlossen. Festdrehen noch, dass es nicht wieder runter geht. Genau. So. Perfekt. Gut, jetzt geht es daran, die Schrauben zu setzen. Da müssen wir einmal hier durch. Die Schraube nehmen wir auch noch raus. Und einmal mit dem Schraubenzieher da rein. Einmal. Hier unten haben wir noch das Stromkabel. Das lasse ich noch mal ein bisschen weg. Das machen wir gleich dran. Wir schrauben erstmal noch schnell fest. Auch hier unten noch rein. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr bei euch das montiert, dass ihr mit den Schrauben nicht auf der anderen Seite zufällig rauskommt und dann unschöne Löcher da drin habt. Das sieht dann natürlich ein bisschen doof aus. Bei uns ist auf der anderen Seite der Küchenschrank. Aber nichtsdestotrotz kommen bei uns die Schrauben jetzt nicht raus. Also wählt passende Schrauben, die das quasi aushält. Wir haben jetzt zwei Schrauben, das hält völlig einwandfrei die ganze Sache fest. Und jetzt geht es daran, dass wir das Stromkabel noch einsetzen. So. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber im Moment ist es so, dass es hier unten leuchtet. Und jetzt ist es aus. Und wir kümmern uns mal um die Konfiguration. Kommen wir zurück zur Installation der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt hier ein Samsung-Tablet. Nicht ganz das neueste, aber für die Zwecke reicht es. Und darüber wollen wir das jetzt mal einrichten. Wir öffnen dazu mal die WLAN-Option. Und da seht ihr schon, dass das Tablet sich schon mit der Streambox verbunden hat. Also ihr seht sozusagen ROT955D6 und dann kommt noch ein paar Zahlen dahinter. Das müsst ihr auswählen. Für das Wi-Fi-Passwort, da blende ich euch jetzt mal hier noch ein kleines Bildchen ein, habt ihr auf der Rückseite der Streambox das jeweilige Passwort und könnt euch damit sozusagen einloggen. Wenn sich euer Tablet oder Handy
damit verbunden hat, dann schauen wir uns das mal genau an, indem wir hier einfach mal hier draufklicken. Und da habt ihr die IP-Adresse 192.168.1.1. Die gebt ihr entweder in eurem Browser ein oder wie jetzt hier in dem Fall können wir direkt draufklicken und sehen die Benutzeroberfläche. Ja, als erstes wird abgefragt Benutzername und Passwort. Das machen wir natürlich. Das heißt, wir geben hier einmal das Benutzername Admin ein. Das kann ich hier öffentlich sagen, denn das steht vorne auf der Box überall drauf. Das ist zur Ersteinrichtung überall das gleiche. Und als Passwort wäre hier Admin01. Und wir gehen auf Anmelden. So, als erstes könnt ihr euch dann dementsprechend die Sprache auswählen. Ihr könnt hier auswählen zwischen Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter. Wir in unserem Fall brauchen Deutsch. Gehen auf Speichern und Anwenden. Und somit wird die deutsche Sprache installiert, auch in allen Untergruppen. Das dauert immer einen kleinen Moment, bis hier oben dann steht, dass das Paket erfolgreich installiert ist. Und wir gehen weiter auf Fortfahren. Kommt einen kleinen Willkommensgruß von Alphatronics und den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Den scrollt ihr natürlich, wenn ihr euch das alles komplett durchgelesen habt, bis runter, ja, und geht hier unten auf Akzeptieren. So, jetzt ist es natürlich daran, ein neues Passwort festzulegen, weil ihr könnt ja das Passwort Admin01 nicht wirklich lassen. Das kennt ja wirklich jeder. Ich würde das eben mal schnell tun. Es empfiehlt sich da, ein Passwort mit Zahlen und Großbuchstaben und vielleicht Sonderzeichen zu nehmen. So, wenn ihr soweit seid, dann einfach auf Fortfahren klicken. Drücken, wie auch immer. Und schon seid ihr auf der Benutzeroberfläche und prinzipiell könnt ihr sofort jetzt loslegen. Also wir haben jetzt Internet am Tablet anliegen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mal eine Seite auf und zwar alphatronics.de. Schwuppsdiwupps. Ja, da haben wir sie schon. Ja, also Internet liegt voll an. Jetzt könnt ihr natürlich noch andere Einstellungen tätigen. Ja, wir haben jetzt hier in der ersten SIM-Variante haben wir unsere SIM-Karte drin. Solltet ihr nicht wie wir jetzt eine freigeschaltete SIM-Karte mit Code-Freischaltung haben, dann würde jetzt hier noch nicht euer Provider stehen, sondern PIN-Eingabe nötig. Dazu könnt ihr unter der SIM-Karteneinstellung draufklicken und dann eure PIN eingeben. Ja, das speichert ihr dann und somit ist es dann hinterlegt. Auch für SIM-Karte 2 ist das dann möglich. Ne? Wenn ihr eine andere SIM-Karte drin habt, könnt ihr dann hier die SIM-Karten-PIN eingeben. Was ich ganz gut finde, ihr habt hier die Möglichkeit auch aktuell zu schauen, wie viel habt ihr jetzt schon verbraucht, sei es jetzt mit der SIM-Karte 1, SIM-Karte 2 oder total. Ja, da könnt ihr dann hier oben einfach draufklicken. Ja, total haben wir das gleiche, weil wir haben keine andere SIM-Karte drin. SIM-Karte 2 ist nix. Wenn ihr ein Datenlimit habt, quasi ihr habt eine Karte mit Daten von 10 GB, könnt ihr hier Datenlimit auch aktivieren und dementsprechend dann eingeben, wie viel Gigabyte ihr da runtersetzen wollt. Wir haben jetzt bei uns hier eine 40 GB Datenvolumensgrenze
wo wir auch mit dem Handy damit quasi ganz gut klarkommen. Von daher brauchen wir das jetzt hier nicht. Ihr könnt auch gerne einen Geschwindigkeitstest machen. Da wird euch eine Liste vorgegeben, was ihr gerne, wo ihr einen Geschwindigkeitstest machen könnt. Bringt jetzt hier bei uns am aktuellen Standort nicht viel, weil wir wirklich nicht viel Durchsatz haben. Wir können gerne mal einen machen. Wir nehmen jetzt einfach mal den ersten. Genau, und dann sagen wir Geschwindigkeitstest starten. Und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Wie gesagt, hier an dem Standort, wo wir jetzt gerade sind, ist nicht viel los. Gerade mal zwei Balken auf dem Handy. Deshalb kommt auch diese mageren 3,48 Megabyte pro Sekunde zustande. Aber es ist halt sehr interessant, ne? So, dann gehen wir noch mal zurück. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, euch mit anderen WLAN-Netzen zu verbinden. Dazu würde ich jetzt hier einfach mal draufklicken. Dürfte jetzt hier eigentlich nur eins sein von unserem Nachbarn. Dem habe ich leider keinen Zugang. Aber wenn das so wäre, auf Auswählen klicken und die dazugehörige Wi-Fi-PIN eingeben und dann seid ihr schon verbunden. Priorisierung ist dann auf dem WLAN-Netz, was reinkommt, und als Puffer ist dann die SIM-Karte. Hier habt ihr bei Hotspot-Einstellungen noch die Möglichkeit, euch selber noch einen anderen Namen zu geben. Ja, die SSID von der Streambox ist halt Root 955D674 bei uns. Und dementsprechend habt ihr auch noch die Möglichkeit, ein anderes Passwort einzugeben für euer Wi-Fi, nicht das vorgegebene. SIM-Karteneinstellungen waren wir schon. LAN-Konfiguration. Das wäre jetzt noch die Möglichkeit, andere IP-Adressen einzugeben. Ich würde aber sagen, so lassen, wie es ist, denn das ist eigentlich schon gut konfiguriert. Alphatronic Safe ist auch eine ganz interessante Sache, wenn ihr Kinder mit habt, die bestimmte Seiten nicht besuchen sollen, könnt ihr hier quasi die ganzen Webseiten eingeben, die dann einfach gesperrt sind, oder Dienste, dass sie nicht bestellen sollen bei Amazon oder irgend sowas, sind dann halt diese Seiten gesperrt. Unter Einstellungen haben wir dann noch die Möglichkeit, neue Firmware, die von Alphatronics auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden, aufzuladen. In unregelmäßigen Abständen kommt dann immer wieder mal eine Aktualisierung. Wir sind jetzt auf dem Stand vom 9.12.2022. Und hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, eure Box neu starten zu lassen. Wem das alles nicht reicht, der hat auch die Möglichkeit, hier oben über die drei Striche in den erweiterten Modus zu kommen. Dann hat man als Hintergrund die Konfigurationsmöglichkeiten von Teltonika. Für den Normalverbraucher, sage ich jetzt mal einfach so lapidar, ist es nicht wirklich interessant, denn da geht es schon sehr stark ins Detail. Ja, und somit sind wir eigentlich schon fertig mit der Konfiguration und ihr könnt ganz normal lossurfen. Ja, wie ihr gesehen habt, ist es doch relativ einfach zu handeln und einfach einzurichten. Somit ist es jetzt möglich, quasi von außen über LTE oder wenn es dann drauf ankommt und ihr seid auf einem Campingplatz oder zum Beispiel bei Freunden oder steht irgendwo anders und habt ein externes WLAN, was ihr nutzen könnt, dann darüber zu surfen und euch das in den Wohnwagen, Reisemobil oder Kastenwagen reinzuholen. Ich finde das eine ganz gute Sache und wir werden das jetzt weiter testen und werden, denke ich mal, sehr zufrieden sein, endlich mal ein ordentliches WLAN hier auch im Wohnwagen zu haben. Ich verlinke euch unten mal in der Videobeschreibung noch die Seite von Alphatronics. Da könnt ihr dann noch mal nachlesen
um euch vielleicht noch mehr Details anzulesen. Es gibt auch schon weitere Formen. Auch ein 5G-Router ist schon in Planung, wenn nicht sogar schon auf dem Markt. Das weiß ich jetzt nicht ganz hundertprozentig. Aber es gibt noch ein paar Abstufungen von diesem Router, die etwas schneller im Datendurchsatz sind. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Homeoffice in den Wohnwagen oder in euer Reisemobil setzt oder viele Daten schnell übertragen müsst oder Halbechtzeit sein müsst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Alphatronics. Lest euch gerne mal durch. Ich finde das, sage ich mal, eine gute Sache und bin auch bis jetzt, sage ich mal, von der Einrichtung her total überzeugt, dass das für unsere Zwecke gut ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Abonniert gerne unseren Kanal und klickt die Glocke. Da werdet ihr auch immer schön benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und da sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.